Erzähl mir, oh Gott, meine Stimme. was geschah dann? Das ist eine gute Frage erst. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Na, das stimmt schon. Aber jetzt haben wir auch erfahren, was da los war. Was könnte das für ein Viech gewesen sein? Jetzt fragen wir erstmal das. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Na sehr gut, dann haben wir ja mal alles. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Sag ich dem doch. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Sprich mit dem Baron über seine Familie, findet Tamara, die Tochter des Barons, in Ochsenfurt. Junge und Junge. Naja. So hat man hier halt mal früher gelebt. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Lichtgeschwindigkeit. Erfahrungspunkte 300. Und jetzt müsste man im Rang aufgestiegen sein. Oder nicht. Und die Sonne geht auch gerade auf. Mal, wo sehe ich das? Hier sehe ich das. Stufe 6. Tatsache. Oder? Oder doch nicht? Doch, eigentlich ja schon. Charakter. Gehen wir gucken. Ja, wir haben einen Punkt verfügbar. Und wir haben noch einen Slot verfügbar. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können upgraden. Das ist genau das, was ich machen will. Da packen wir das hier auch noch rein. Und dann wollte ich jetzt noch schauen. Wir hatten vorhin Stufe 2 mit dem Beeinflussen. Magische Falle, Schutzschild. Wächst ein Gegner, sodass er vorübergehend nicht im Kampf teilnimmt. Wirkt einen gezielten feurigen Stoß. Und was haben wir hier? Wirkt eine kinetische Energie, der Gegner taumeln lässt. Ich muss noch mal kurz wissen, welches Zeichen das nochmal ist. Mit dem Beeinflussen. Das ist dann, glaube ich, Axie. Gedankenbeeinflussung. Das ist das mit dem Dreieck. Die sind alle dreieckig. Lustiges Kerlchen. Das macht voll Spaß hier, das zu upgraden. Ich muss bloß wissen, wie es geht. Und zwar ist es das hier. Fakst ein Gegner. Das müssen wir jetzt irgendwie auf Stufe 2 bringen. Oder wie? Nächste Stufe. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während er Axi wirkt. Okay. Ja, aber wie kriege ich das auf Stufe 2? Ja, verstehe ich nicht so ganz. Oder kann ich das erst hier unten machen? Aha.
Aber das verstehe ich nicht. Verbrauchte Punkte 2, verbrauchte Punkte 1, 0, 2. Okay, das verstehe ich wiederum. Was haben wir hier? Frauen. Herstellen von Ölen. Herstellen von Bomben. Mutation. Und Kräuterprobe. Naja. Ermöglicht das Extrahieren von Mutagenen aus den Kadavern mächtiger Monster. Mit Mutagenen können Hexer ihre Werte verbessern. Oh, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich. Aber was nehmen wir dann nicht? Wollen wir lieber upgraden? Weil wir haben ja begrenzten Slotplatz hier drüben. Das kriegen wir erst bei Stufe 8. Das dauert noch kurz etwas. Ich glaube, wir updaten mal das hier dann, oder? Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt. Was haben wir hier? Kampf erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Das machen wir sehr viel, die schnellen Angriffe. Also das können wir ruhig machen. Das war eigentlich, glaube ich, ein verschwendeter Punkt hier. Ich mache das mal auf Stufe 2. Und was ist jetzt, warum ist das hier jetzt weggegangen? Ja, passt doch. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, warum das hier dann weggegangen ist. Rüstungsschmelze. Passt schon. Nun gut. Dann haben wir das alles. Was war das hier nochmal? Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Das ist schon heftig eigentlich. Habe ich jetzt immer noch einen Punkt? Ach so, Fertigkeit verbessern muss ich machen. So. Jetzt habe ich das verstanden. Gut. Sprich den Baron. Plötze? Da bist du. So. Dann gehen wir mal zurück. Lauf, Plätze. Wir haben einen langen Weg vor uns. Wir sind jetzt echt durch die ganze Nacht gerannt. Das ist schon heftig. Und es ist immer noch schlechtes Wetter. Da hinten ist die Burg. Achso, hier liegt ja immer noch das ganze Zeug rum. Warte mal. Wir haben ja jetzt diesen Perk sozusagen. Aber hier findet sich, glaube ich, leider nichts. Oh, guck mal da. Krass, okay. Warum auch immer. Und da wird es morgen gerade. So, warum ist der hier hinten gestorben? Ich frage mich, ob es hier auch noch Spuren gibt von dem, von dieser Kreatur. Ob wir hier irgendwas finden. Okay, hier sind bloß irgendwelche Viecher in der Nähe. Na gut. Plötze. Upsa. Hallo? Hä? Steig auf. So. Dann geht's los. Okay, das Gewitter zieht weg. Wir haben bloß noch, wie heißt es? Wetterlichter. Wetterleuchten. In weiter Ferne. Ach, da vorne ist der erste Übergang. Okay, meine Rüstung ist auch damaged, sehe ich gerade. Sollte ich vielleicht auch mal reagieren. Was zieht die Waffe? Nö. Schneller. Wo muss ich denn lang? Ach, da ist das. Weiter so, Plätze. Boah, sieht schon wieder so heftig aus. So, dann gehen wir mal wieder rein. Jo, bin ich mal gespannt. Boah, es ist so episch. Na komm. Wenn der getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Wow, es ist so heftig. Diese Wettereffekte sind so krass. Einfach nur krass. So, dann gehen wir mal hoch. Dann bin ich mal gespannt, was wir ihm zu sagen haben und was er uns zu sagen hat. Ob er sich gebessert hat. Was er über seine Frau zu hören bekommt, gefällt ihm bestimmt nicht.
Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Ah. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Dankeschön, das wäre aber nicht nötig gewesen. Aber er ist dankbar. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll aufs Maul. Ja, ja. Boah. Boah. Das Fallout. Es ist so heftig einfach, diese Effekte. So krass. Würde gerne hier oben rauf. Aber das geht leider nicht. Geh mal kurz hier gucken. Ah, da ist noch Gewitter da hinten. Sehr, sehr krass. Da wütet noch ein Gewitter. Oder es kommt gerade auf uns zu, sehe ich gerade. Tja. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Wir müssen bestimmt ins Haus. Jawohl. Ah nee, in seinen Garten. In seinen Garten? In seinen Garten. Hexer, auf ein Wort bitte. Es gibt keine Zeit. Naja, es wird einen Grund haben, warum man es anspricht. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Naja. Er hat Kunde. Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Nein, nein, nein. Aber er hat echt einen schönen Garten. Er hat einen sehr, sehr schönen Garten. Das muss man ihm lassen. Also, das ist schon schön. Herr Baron? Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen, wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Ja, sie ist jetzt frei, die Seele. Okay. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohl auf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Das mache ich. Natürlich gehe ich zu ihr. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Stimmt, da waren ja ursprünglich. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Rückblende. Dein Mädchen ist ein Glückspilz.
Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? In Kaer Morhen auf der Straße? Ich sag mal. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ich bin die Ausnahme, ich bin keine Hexerin. Das stimmt allerdings. Ich bin keine Hexerin. Ich bin nur dort aufgewachsen. Glaub ich dir aufs Wort. So wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Angst vor dem Rennen? Ja, ein bisschen sticheln, komm. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Na, Husa. Oh, das ist ja jetzt geil. Pferderennen, finde ich cool. Dann lasse die Spiele beginnen. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Los geht's. Boah, jetzt bin ich aber mal gespannt. Los, Ciri, mach uns keine Schande. Wer zuerst beim Turm davon ist, okay. Dein Schwert gehört mir! Das werden wir ja sehen! Ist die Gui aus? Ja, die Gui ist aus. Hui! Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Hatte. Okay, ich bashe die A-Taste. Gebe die Pferdeausdauer, geht gleich runter. Okay, da ist es. Wir haben es. Yes. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Oh-oh. Ach du Scheiße. Noch eine Chance zu gewinnen. Nee, nicht so ein Greifen. Oh, bitte nicht. Bitte kein Greif. Oh nein. Ich will nicht. Natürlich ein Greifer, aber was auch sonst. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals.
Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Ja, spielen wir Quint. Na klar, einfach mal, ja, okay. Okay, werde sich hierher verschlagen. Smalltalk können wir später machen. Hast du von Hexen in der Nähe gehört? Oh, das ist interessant. Ist das dir was ich. Über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Okay, er kann es nicht sagen. Schade. Bis dann. Bis dann. Damit würde ich aber auch sagen, war es das für diese Folge. Oder für diese Aufnahme eher. Und auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Und ich grüße euch. Gehabt euch wohl. Füße!